So, Herr Peter, da fahren wir gleich mit. Also ein Wunderwerk der Technik jetzt hier. Die berühmte Heidelberger Zahnradbahn, die uns zum Königstuhl bringt. Der Königstuhl, das ist der berühmte Hausberg der Heidelberger. Da haben sie dann immer den Ausblick aufs Schloss von oben und auf die alte Brücke da am Neckar. Und ja, jetzt kommt sie, da steigen wir jetzt gleich ein. Reisegruppe ist top motiviert. Und ja, jetzt fährt sie da ein und dann gehen da gleich die Türen auf. Und wir haben die Bahn Nummer 3 und da kommt auch schon der gut gelaunte Reiseleiter, der Zugbegleiter und freut sich, dass er uns jetzt hochfahren darf. Ja. Also so schaut's aus jetzt hier in dieser tollen Zahnradbahn. Ich habe einen tollen Platz und ich kann hier auch das Telefon anschauen und da auch da war mal Steuerpult. Jetzt geht's da hoch. So, jetzt hier fährt die andere Bahn runter, weil das ist ja immer, wenn ein Gewicht hochfährt, fährt das andere runter. Das ist dann energiemäßig sinnvoll. So. War ganz toll hier, also die Zahnradbahn, wirklich, wirklich toll. So was Schönes. Ja, bald sind wir oben, also sehr laut hier in dem Buszug. Also hier der Blick schon mal auf Heidelberg raus aus der Zahnradbahn. Einfach toll. Hier nochmal der Blick ins Fahrerpult. Und ja, also gleich sind wir oben, gleich steigen wir aus und dann genieße ich die Aussicht von diesem schönen Königsstuhl. Wirklich toll. Ja, Traumsicht jetzt hier runter auf Heidelberg vom Königstuhl. Da, das ist der Neckar, da ist auch die Schifffahrt jetzt immer. Ja, eine Brücke, ich weiß nicht, wie sie heißt. Und da hinten ein altes Atomkraftwerk ohne Wolken. Oder auch nicht. Der ist ausgeschaltet, deswegen sieht man es nicht mehr. Ach so, Dankeschön. Oh, es ist er. Das ist jetzt der Windplatz am Königstuhl. Also da weht immer ein richtiger Wind und da starten hier dann auch immer im Sommer die Paraglider. Wenn noch mehr guter Wind ist, die fliegen dann da immer runter und dann fliegen sie hier so ins Tal rein in über Heidelberg. Sehr schön. Also richtig schöne Aussicht hier. Toll. Ja, und wie gefällt euch so die Aussicht jetzt hier? Das sind so typisch deutsche Touristen. Ist das gut oder? Ja, Aussicht ist super. Aussicht ist super. Das ist toll. Schönes Wetter. Also schönes Wetter ist auch ganz, ganz wichtig in Heidelberg. Und Elsass-Straßburg ist auch da hinten irgendwo. Da waren wir, da hinten ist auch der Voltron. Der Voltron, die Achterbahn. Voltron-Achterbahn, da, also im, wenn ihr das mal schauen wollt, aber super. Eine lecker Wildbratwurst jetzt hier mit Aussicht. Wildbratwurst mit Aussicht. Einfach schön. Ja, schöner Aussichtspunkt jetzt hier mit Blick aufs Schloss Heidelberg. Und die Brücke, ja, bald sind wir auch da. Huh. Ja, da ist ja wieder die Brücke. Ja, ich bin jetzt wieder hier an der Bergbahn. War richtig toll, die Himmelsleiter runterzulaufen, aber sehr anstrengend. Die Stufen waren echt nicht so toll. Deswegen fahre ich jetzt wieder mit der Bahn. Hier ist der Fahrkartenautomat. Und da geht es jetzt dann los. Da kommt sie schon. Also hier nochmal der Blick raus jetzt hier in den Tunnel. Also das Schloss, das Schöne, das ist da rechts hinter der Wand. Ja, und jetzt geht es da auch schon rein da jetzt hier. Also da ist jetzt an die Haltestelle Schloss. Und da fährt jetzt vielleicht gleich noch die zweite Bahn an uns vorbei. Oder auch nicht. So, also da geht es wieder rein. Da rechts ist jetzt dann noch das Schloss zu sehen. Nächster Halt. Also da ist es. Genau, da ist das Schloss versteckt. Schön versteckt. So. Jetzt fahren wir doch in den Tunnel rein. Tunnel. Boah, das ist ja wie
Wenn man reinfährt, wird es dunkel. Wenn man raus, wird wieder hell. Ja. Audi-Team, was auch immer da heute los ist. Ja, also jetzt geht's los, das Rennen hier. Ja, ich bin live dabei, also ist der Wahnsinn, was ich heute alles erlebe. Aber ich gehe jetzt trotzdem weiter, weil wer weiß, wann der losfährt. Also Audi Quattro, Rallye. Toll. Ja, und du hast dich mit dem fotografiert, mit dem Royal? Schau, und der hat ein Bild mit dem gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Ne? Ich sage ihm, hallo, Herr Peter erklärt jetzt hier und jetzt ist der schon weg. Gell? Schade. Schade, dass ich den verpasst habe. Dann nochmal der letzte Blick hoch zum Schloss, also da ist es nochmal. Und jetzt, wie gesagt, geht es zum berühmten Brückenaffen an der berühmten Brücke, wo der Brückenaffe ist, der da, wo man immer den Kopf reinstecken kann. Also wer da mit Kindern ist, die können da den Kopf reinstecken dann in diesen Brückenaffen. Ja, und da ist jetzt, geht es rein dann auch in die Fußgängerzone, aber in die gehe ich jetzt nicht mehr. Das schaffen wir zeitlich nicht. Gell? Ja, und da ist auch das berühmte Tor. Ja, ich befinde mich, wie gesagt, jetzt hier immer noch in dieser schönen Gasse und habe mir jetzt erstmal ein Eis gekauft, weil es ist sehr warm hier und man muss auch mal Eis essen hier in Heidelberg. Das ist eins dieser tollen Heidelberger Eise. Es besteht aus Melone und Erdbeere. Mmh, so gut. So lecker. Ja, nee, das erfrischt so richtig in Heidelberg jetzt, wenn man, finde ich, so durch die Gassen läuft. Da gehört schon mal Eis dazu. Kugel auch günstig, nur 2 Euro die Kugel. Schnäppchen. Ja, nochmal ein letzter Blick auf die schöne alte Mainbrücke, Neckarbrücke, die alte Neckarbrücke. Also alte, sie heißt alte Brücke, aber es ist nicht die Mainbrücke und auch keine Rheinbrücke, es ist die Neckarbrücke. Und ja, da sind wir vorhin rübergelaufen in die Stadt und jetzt gehen wir da am Neckar entlang Richtung Bus. So, also hier ist ja nochmal der berühmte Affe hier von Heidelberg. Warum der da steht, man weiß es nicht. Aber irgendeine Funktion wird er haben. Ja, und jetzt geht die Reisegruppe leider jetzt auch schon zum Reisebus. Also müssen wir wieder gehen aus Heidelberg. War so eine schöne Stadt. Wie hat es euch gefallen in Heidelberg? War das gut? Ja, top. Ja. Was ist das Beste? Das Essen ist das Beste? Also, das Essen ist das Beste im Heidelberg. Und da oben am Königstuhl war es auch sehr, sehr schön. Gell? Ja, dann noch eine gute Heimfahrt. Gell? Und da. So, hier ist ein wenig das Villenviertel da, auf der anderen Seite vom Heidelberger Neckar. Wunderschön da auch die Staustufe. Wunderschön da, und jetzt da hinten irgendwo ist dann auch unser Bus. Da gehen wir jetzt hin und dann haben wir es geschafft. Dann ist die Abschlussfahrt bald vorbei. Ja, hier ist jetzt also noch der berühmte Bogen von Heidelberg. Da kann man jetzt durchlaufen. Also es ist ein Wunderwerk der Architektur. Also es ist aus der Zeit vor 1900, hätte ich gesagt. Man erkennt es da oben an dem Muster. Ja, und da kommt man dann irgendwann zu dem tollen, berühmten Busbahnhof. Nee, also das ist wirklich sehr imposant, da durchzulaufen. Also lauft da mal durch und ihr merkt, wenn ihr da reingeht, wird es auch kühler. Also es wird kühler. Und ja, wenn man dann da drüben rumläuft, dann kommt man dann da auch wieder zum Neckar. Das gibt's ja gar nicht. Die Ice Tigers sind auch da, hier in Heidelberg. Wir haben sie entdeckt. Ich frage sie mal. Anscheinend ist es die Jugendnachwuchsmannschaft, die Ice Tigers. Seid ihr die Ice Tigers? Wir sind die Ice Tigers. Ja. Seid ihr die Nachwuchsmannschaft oder wer seid ihr? Ja, wir sind auch. Wann geht denn die Saison wieder los eigentlich? Im August. Sehr schön in Heidelberg. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Eine wunderbar schöne Stadt, dieses Heidelberg. Und ich bin ja der Trainer von dieser Mannschaft. Ich gehe da jetzt auch in den Bus. Ja. Also hier Nürnberg Ice Tigers. Steidl reißen, falls sich einer fragt, wo es so ein Bus hergibt. Ja. Ice Tigers.